Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich muss zugeben, ich sitze hier ein wenig ehrfürchtig. Und zwar ist das hier das Technologie-Flaggschiff der bayerischen Motorenwerke BMW iX in der Version 40. Das heißt, mit dem 76 Kilowattstunden großen Akku, 71 Kilowattstunden ist davon nutzbar. Und ja, also Technologie-Flaggschiff nennen sie das, und das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Was dieser Wagen alles kann, alles eingebaut hat, wie das Konzept dieses Autos ist, die schiere Größe. Also man hat das Gefühl, man ist hier in so einem rollenden Apartment. Genauso schwer ist das Auto auch, über 2,5 Tonnen wiegt das Ding. Das ist ein reines Elektroauto. Nur dafür konzipiert, also keine Verbrennerplattform. Und da sollte man noch meinen, da hat sich BMW jetzt mal richtig ins Zeug gelegt und sich wahnsinnig was überlegt. Und ja, das haben sie auch. Also ich bin immer noch so ein bisschen platt, was dieses Auto alles kann. In diesem Video kann ich euch das alles gar nicht erzählen, was dieses Auto kann. Ich kann immer nur so ein paar Beispiele geben. Viele coole Sachen, viele abgefahrene Sachen, die ich so auch noch nirgendwo gesehen habe. Und ich muss zugeben, ich bin ein wenig ehrfürchtig. Das habt ihr vielleicht jetzt gerade schon gemerkt. Ja, Optik ist die Frage. Da scheiden sich die Geister. Aber auf jeden Fall machen wir heute einen Reichweitentest. Wir fahren nämlich von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Es ist mal wieder Schmuddelwetter, also bestes Move Electric Testwetter. Und da muss er zeigen, ob er neben den coolen Gadgets und Technikpaketen, die er so hat, ob er dann auch Reichweite kann. Denn auf dem Papier stehen 425 Kilometer nach WLTP maximal. Und das finden wir heute raus. Wir fahren 130 für 130 Kilometer. Das wird wahnsinnig interessant. Ich bin mega gespannt, denn er soll ja doch irgendwie sehr effizient sein, trotz seiner Form. Und deswegen wird es ein spannendes Video. Also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Früher, da war ein BMW ein wahrhaft schönes Auto. Die Designsprache war wegweisend, aber alles andere als protzig. Auffällig, aber trotzdem unaufdringlich. Ein BMW sah einfach immer irgendwie richtig aus. Für den neuen iX, das reichweitenstarke Flaggschiff der kommenden BMW Elektroautos, das Auto, das den Ton für die kommenden elektrischen Generationen angibt, können wir sicher sein, dass BMW alles dran gesetzt hat, ein neues Stück zeitloser Eleganz zu kreieren. Also, hier ist er, der neue BMW iX 40. Aber wenigstens übersieht man ihn nicht im Parkhaus. Ja, ich habe heute einen echten Boliden hier zum Testen. Es ist der BMW iX in der Version 40, also mit dem kleineren Akku, 75 Kilowattstunden oder sogar 76. Brutto, netto nutzbar sind 71. Und wenn man vor dem Wagen steht, es ist einfach eine beeindruckende Erscheinung. Der Kühlergrill alleine. Es ist ja völlig klar, so wie der aussieht, das muss ja polarisieren. Ich meine, sie haben sich hier natürlich das Beste des Besten ausgedacht. Sie haben hier selbst heilendes Kunststoff eingebaut. Das heißt, ja, bei Steinschlägen und dann wieder Sonneneinstrahlung, dann quillt es irgendwie auf und die Macken sind wieder weg. Ich frage mich, warum sie das nicht gleich komplett für die Motorhaube gemacht haben. Ja, das ist natürlich kein Kunststoff, sondern das ist Lack. Aber apropos Motorhaube, ein Riesending. Was ist da bloß drunter? Ein riesen V8-Motor kann es ja nicht sein. Vielleicht ist da ja ein riesen Frunk. Ja, und den Frunk, den zeige ich euch mal. Der ist nämlich hier. Schaut mal, der kleinste Frunk der Welt. Ja, ist natürlich Spaß. Das ist nur der Einfüllstutzen für das Wischwasser. Ja, mal ehrlich, die Motorhaube, die geht gar nicht auf.
Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die ist für euch verriegelt, kann nur der Service ran. Ja, warum BMW? Und schaut euch mal dieses Exterieur an. Ich meine, wir haben hier so goldene Applikationen. Also quasi statt Chrom haben wir hier Gold. Das zusammen mit dem Schwarz und mit diesen eingelassenen Türgriffen mit so einem Sensor. Das ist schon wow. Und dann diese Innenausstattung, ne? Also rotbraunes Leder. Einzig und allein der Türsound, so richtig satt, klingt der jetzt nicht. Und auch hier hinten, da haben wir auch so ein kleines Soundproblem, wie ich finde. Warte. Hier ist so ein Resonanzkörper, das Blech ist nämlich ziemlich dünn. Und immer wenn man die Tür zuschlägt, finde ich, dass es so ein bisschen blechern klingt hier von diesem Resonanzkörper. Was auch noch interessant ist, sie haben hier doch überall so Carbon verbaut. Ich weiß nicht, ob das echtes ist oder nur Kunststoff in Carbon-Optik. Sieht zumindest aus wie Carbon. Ist auch so verschweißt, als wäre es echtes Carbon, also Leichtbauweise. Jetzt frage ich mich, wie kommen denn wohl die 2,5 Tonnen zusammen, die dieses Fahrzeug wiegt? Ja, und schaut euch mal das Platzangebot hier hinten an. Ich meine, der Sitz ist jetzt auf einen 1,90 Meter Menschen eingestellt hier. Der Beifahrersitz. Ich habe jede Menge Platz, jede Menge Beinfreiheit. Hier ist auch kein Mitteltunnel, das heißt, ich kann mich hier auch fläzen. Das ist Wahnsinn. Also für längere Reisen kann ich mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Ablagetaschen. Hier ist eine Mittelarmlehne mit Cupholdern und allem Schnickschnack, alles feinstes Leder. Total bequem und wie gesagt, hier in den Kopfstützen sind Lautsprecher für den perfekten Sound an den Ohren. Tja, ja, auch von hinten, ich meine der Bootief quasi von dem BMW iX40, der sieht auch mega cool aus. Auch diese Schlitze hier als Rückleuchten und die Klappe ist wahnsinnig groß und öffnet ein Riesenfach hier in den Innenraum. Allerdings ist die Staufläche nur 500 Liter groß. Und wenn man die Sitze umlegt, sind es 1750. Hier unten haben wir noch so ein kleines Fach für Ladekabel, so ein bisschen Gedöns, mögen 50 Liter sein, vielleicht 40. Und das war's. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Heckklappe hier im Prinzip um das Auto rumgeht. Und dadurch, dass die Lichter hier mit hochklappen, hat man im Dunkeln natürlich keine Rücklichter mehr. Deswegen haben sie da innen drin nochmal so Notrücklichter verbaut. Irgendwie erinnert mich so diese Form, wenn der Wagen auf ist, irgendwie so ein bisschen an die Renault Zoe. Ja, und ich meine, dieses Auto ist so nun prädestiniert für den Hundetest. Oder was meint ihr? Also, Myla, wollen wir mal reingehen? Ja, wenn das nicht passt, weiß ich auch nicht. Ne? Myla, machen wir mal die Klappe zu. Kopf weg, Schwanz weg. Ja, also das passt definitiv. Auch von innen sieht das sehr gut aus. Ne? Myla, hast du Platz genug hier? Sich drehen und wenden. Wunderbar. Ja, also Hundetest hat der iX40 auf jeden Fall definitiv bestanden. Ne, Myla? Da kann man gut reisen, oder? Was sagst du? Hast du Platz ohne Ende? Na, komm raus. Hopp. Ja, an der Optik des iX40, da scheiden sich sicherlich die Geister. Also er hat auch schon Spitznamen bekommen wie der Biber, Hamsterbacke oder Hasenzahn. Ja, ganz klar, wer sich sowas ausdenkt, der muss halt damit leben, dass er eventuell auch veräppelt wird. Ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt, das schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich muss zugeben, auf dem Papier oder auf den Fotos, die ich gesehen habe, hat es mir jetzt erst nicht gefallen. Aber wo ich den Wagen jetzt live sehe und davor stehe, der schlägt einen mit seinem Auftritt. Also so ein, wie soll ich sagen, massiver Auftritt wie von diesem iX40, das habe ich im Prinzip noch bei keinem Auto gesehen. Und ja, auch der Innenraum, der hat eine Größe. Es ist wirklich beeindruckend. Also sowohl hier vorne die Platzverhältnisse als auch hinten im Fond, wenn man auch als großer Mensch hier sitzt, das ist wahnsinnig beeindruckend. Klar, bei 5 Meter Länge fast und 2 Meter Breite, ja, irgendwo muss der Platz ja herkommen und man sieht es hier auch. Ja, die Sitze alleine schon, ja. Also wir haben hier im Prinzip in dieser Version, die ich habe, eine ja, rotbraune Lederausstattung.
Ja, und das ist tatsächlich noch echtes Leder, auch wenn hier am Armaturenbrett so ein Blattsymbol aufgeprägt ist. Das bedeutet nicht, dass es veganes Leder ist, nein. Aber immerhin ist dieses Leder nicht mit chemischen Gerbstoffen gegerbt worden, sondern mit Eukalyptusöl, also ein wenig umweltschonender. Ja, ansonsten hier diese Chromapplikationen, die sind im Prinzip sowas wie golden, also so nicht ganz golden, so zwischen Silber und Gold, irgendwas dazwischen. Rosé ist es auch nicht, aber das ist so wahnsinnig edel. Man hat hier sogar quasi Edelsteine, also hier dieser iDrive-Regler hier oder die Verstellung für die Sitze, die sind in so einer Swarovski-Strassstein-Optik. Es ist der Wahnsinn. Überall die Materialien. Das Feinste vom Feinsten. Man hat hier das Gefühl, man sitzt hier in einem, keine Ahnung, mega Luxusauto. Und ja, das ist es auch. Denn wenn man sich den Preis anguckt hier vom BMW iX40, das ist ja die kleinste Version, die es im Moment gibt mit dem 70 Kilowattstunden Akku, der beginnt bei 77.300 Euro. So, dann hat man ein Auto. Aber will man das haben in der Preisklasse als BMW-Fahrer? Nein, dieses Auto, was ich hier fahre, mit der Ausstattung, relativ viel und vollgepackt, kostet 105.000 Euro. Und nach oben gibt es immer noch keine Grenze. Also man kann da locker noch mehr reinpacken. Die Bedienung tatsächlich, ja, das ist endlich mal flüssig. Also da haben sie wirklich endlich mal einen vernünftigen Prozessor eingebaut. Also keinerlei Wartezeiten. Das funktioniert alles wunderbar geschmeidig. Und man hat hier so eine Art App-Store, will ich es jetzt nicht nennen, aber so eine App-Zentrale, die wirklich beeindruckt mit jeder Menge Apps. Und ich muss zugeben, auf den ersten Blick ist es doch relativ unübersichtlich, weil es für jede Funktion irgendwie eine eigene App gibt, die dann ein kleines Icon hat mit einer relativ kleinen Schrift, wo man eventuell als Lesebrillenträger vom Fahrersitz aus Mühe hat, das zu erkennen. Also mir geht es zumindest so. Man kann auch noch alle Fahrzeug-Apps sich auf den Schirm holen, dann ist es ein bisschen reduziert, dann betrifft es halt nur das Fahrzeug. Aber wie gesagt, jede Funktion hat seine eigene App. Von daher bedeutet das, man kann hier wirklich alles, aber auch wirklich alles an diesem Fahrzeug, was irgendwie geht, einstellen. Nur man muss es erstmal finden. Ja, Sprachsteuerung funktioniert übrigens auch super, kann wahnsinnig viel, aber auch nicht alles, was zum Beispiel diesen Soundgenerator angeht. Der hat ja hier diesen Iconic Sound, den Hans Zimmer komponiert hat. Wollte ich ausschalten? Ja, geht per Sprachbefehl leider nicht. Muss man dann suchen, wo es ist. Ich habe ein bisschen gefummelt, bis ich es gefunden habe. Aber letztendlich ist es natürlich auch abschaltbar. Ja, und überhaupt kann man hier viele Sachen auf drei verschiedene Arten bedienen oder sogar vier. Also es gibt die Sprachsteuerung, man kann hier dieses iDrive-System benutzen, man kann es per Lenkradtasten eventuell verstellen oder auch mit Gestensteuerung. Das ist ja völlig abgefahren überhaupt, Leute. Also zum Beispiel Radiolautstärke. Man kann dann so mit, als würde man so ein, ja, hört ihr? Da kann man laut und leise drehen, wenn man den Finger entsprechend dreht. Also als Geste, das ist wirklich witzig. Man kann auch irgendwie mit dem Daumen so die Spotify-Playlisten durchblättern. Man muss es nur im Prinzip vor dem Display machen und schon funktioniert das. Das habe ich so auch noch bei keinem anderen Auto gesehen. Finde ich richtig cool. Ja, nächste coole Funktion hier. Wir haben hier ein Glas-Panoramadach und das ist natürlich transparent, ist ja Glas, da kann man also durchgucken. Ist ein bisschen abgetönt, aber wenn zum Beispiel die Sonne reinbrennt, dann kann man über einen Taster hier oben, kann man das Glas einfach eintrüben lassen, also quasi wie eine Wolke drüber schieben lassen. Das geht natürlich dann durch Partikel oder LCD-Partikel, die in diesem Glas verbaut sind. Kostet natürlich auch ein bisschen Strom, aber auch eine coole Funktion. Gibt es so, ich glaube, weiß ich gar nicht, ob es ein Auto gibt, was das so kann. Ja, jetzt kommen wir noch zur letzten und entscheidenden Frage für dieses Elektroauto, bevor es auf die Strecke geht, nämlich: Wie gut ist der iX40 mit der Ladeplanung? Und das probieren wir jetzt mal aus. Da werde ich mal gucken, ob ich das irgendwie mit der Stimme programmieren kann, das Navi. Hallo BMW, navigiere nach München. Ich habe mehrere Ziele gefunden. Welches soll ich nehmen? Okay, Bremen Hauptbahnhof hat jetzt nichts mit München zu tun. Ich nehme eins, München. Zielführung starten. Bitte folgen Sie dem Richtungsanzeiger bei Verlassen links abbiegen und sofort links abbiegen.
So, jetzt ist die Route programmiert. Ich brauche 7 Stunden 48, es sind 751 Kilometer. Jetzt müsste er mir doch eigentlich anzeigen, dass ich nicht dahin komme. Was kann ich denn hier tun? Ich gucke mal eben kurz. Nein, Alternativrouten will ich nicht. Ihre Reichweite ist zu gering für die verbleibende Strecke. Möchten Sie ladeoptimierte Route nutzen? Ja, Route anzeigen. So, jetzt optimiert er mir die Route fürs Laden. Alles klar, hier sind Ladestationen. Jetzt sind sie auch schon wieder weg. Wie kann ich sie denn wieder aufrufen? Das ist ein wenig verwirrend gerade. Ne, jetzt sucht er irgendwie neue Ladestopps. Ja, also ganz so intuitiv ist es für mich zumindest im Moment noch nicht. Aber ich habe gesehen, es hat auf jeden Fall Ladestopps. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wie ich sie wieder aufrufen kann. Hey BMW, zeige mir Ladestationen auf der Route. Ja, jetzt sucht er nach Ladestationen. Ich suche nach Zielen. Das wollte ich auch nicht. Ja, also man sieht, man muss sich da offensichtlich doch noch ein bisschen einlesen, wie das geht. Von daher war es aber zumindest so, ich finde es jetzt nicht so intuitiv. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo ihr noch dran arbeiten könntet, liebe BMW-Softwareentwickler. Aber das Auto alleine ist nur die halbe Miete. Wir wollen natürlich auch wissen, als Elektroauto, wie weit komme ich damit? Wie ist seine Reichweite? Wie hoch ist der Verbrauch auf einer durchschnittlichen Autobahnstrecke? Wir fahren deswegen wieder von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Die 130 Kilometer. Heute ist es regnerisch und 8 Grad. Also bestes Move Electric Rainmaker Wetter. Und da muss der BMW iX40 jetzt mal zeigen, was er kann. Wir haben jetzt noch 92% im Akku. Und im Moment wird 213 Kilometer Restreichweite angezeigt. Das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht, weil es gerade noch 330 waren. Ja, mit einem leisen Säuseln geht das hier los. Das ist bis Tempo 30 das künstliche Geräusch. Das ist ganz angenehm, muss ich sagen, weil sonst hört man hier in diesem Auto nämlich so gut wie gar nichts. Also ich merke nicht, dass ich fahre. Keinerlei Geräusch dringt hier von außen ein. Nur dieses künstliche. Und bei Tempo 30, wie gesagt, hört es auf. Iconic Sound habe ich ausgestellt, weil es mich ehrlich gesagt immer nervt, weil ich als Elektroautofahrer schon Ruhe haben will und nicht irgendwie künstliche Verbrennergeräusche. Und seien sie auch von Hans Zimmer komponiert. Ja, und die Rekuperation kann man hier auf ganz verschiedene Art und Weisen einstellen. Ich habe jetzt mal auf D gestellt. Das heißt, hier ein System ist eingestellt, dass die Rekuperation adaptiv ist. Das heißt, die ist auch vorausschauend und die stellt sich im Prinzip so ein, wie das Auto meint, dass es für den Verbrauch gerade am besten ist. Also zum Beispiel, wenn die Straße frei ist und ich nehme Gas weg, wie jetzt, dann segelt er. Wenn vor mir ein Auto fährt, dann verzögert er natürlich. Wenn ich um Kurven fahre, dann fängt er an zu verzögern. Das ist alles sehr ausgefeilt technisch. Ist aber auch natürlich so, dass man vorher nicht genau weiß, wie er verzögert. Man muss sich dann darauf einlassen. Ich schalte lieber auf B, dazu ziehe ich den Hebel nochmal nach hinten. Das ist nämlich dann die maximale Rekuperation fürs One-Pedal-Driving, so wie ich persönlich das am liebsten habe. Und meiner Meinung nach ist es immer noch für den Verbrauch am besten. Aber wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Ich habe ja schon diverse Tests gemacht. Dieses Adaptive, sagen ja die Ingenieure, ey, ich bin selber einer, dass das besser sei. Aber in der Praxis glaube ich, dass die Rekuperation auf B immer noch am effizientesten ist. Fahrmodi gibt es hier auch. Es gibt einen Sportmodus, es gibt einen individuell einstellbaren Modus und man, wer weiß, was hier einstellen kann. Ich habe hier auf Economic gestellt, also das ist sozusagen das energieeffizienteste Fahren. So ist es ja auch Sinn der Sache bei diesem Test.
Ja, und der Wagen hat ja, wie gesagt, 326 PS, das sind 240 kW, bringt 630 Newtonmeter auf die Straße, 6,1 Sekunden. Das ist ordentlich schnell für so ein riesengroßes Auto, ist aber auch nicht so, dass es jetzt gleich beim Gasgeben einen sofort in den Sitz drückt. Das heißt, da gibt es so eine leichte Hochlaufkurve. Wenn man einmal in Bewegung ist, dann ist das was anderes, aber aus dem Stand heraus, da schießt es nicht sofort nach vorne. Ja, und bei bestem Schmuddelwetter geht es jetzt gleich auf die Autobahn und ich bin echt gespannt, wie sich der iX40 bei diesem Wetter und bei 130 km/h auf der Autobahn schlägt. Ja, und kaum sind wir auf der Autobahn, zeigt er wieder 316 Kilometer Reichweite an bei 88%, die wir jetzt gerade noch haben. Also vielleicht hat er vorhin die Reichweite runtergeschraubt, weil wir doch ein bisschen gestanden haben. Die Heizung lief und dabei der Energieverbrauch natürlich im Vergleich zur Fahrstrecke, die ja null war, etwas hoch war und hat deswegen hier diese Berechnung irgendwie umgeschmissen. Naja, jetzt fahren wir 316 Kilometer gerade die Reichweite. Und das finde ich ziemlich schön hier im Display. Das ist so ein bisschen so wie im Ioniq, diese Fahrstrecke mit dem Auto drauf. Und man sieht im Prinzip so diese maximal mögliche Reichweite. Hier steht übrigens 360 Kilometer, könnte ich maximal kommen, wenn ich 100% hätte. Jetzt habe ich noch 315. Und da steht auch was von 170 Kilometer. Ist das die Mindestreichweite, wenn ich Vollgas gebe? Keine Ahnung. Das werde ich wohl auch nicht rausfinden. Ja, wir fahren jetzt erstmal 120, weil hier noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist. Aber ganz ehrlich, man hört so gut wie nichts von der Fahrbahn. Jetzt ist sie ein bisschen nass. Ein bisschen Rollgeräusche hört man vom Wasser, was verdrängt wird. Leichtes Dröhnen von den Winterreifen. 21 Zoll übrigens, die an diesem Wagen irgendwie so wirken wie 19 Zöller. Aber sonst eine angenehme Atmosphäre. Also so gut wie keine Geräusche dringen hier rein, das ist der Hammer. Ja, und dieser iX40, der bietet auch ein Assistenzsystem, eigentlich alles, was es gibt. Also Totwinkel natürlich, adaptiver Tempomat, aktiver Spurhalteassistent, Spurwechselassistent, dynamische Abstandsregelung im Prinzip. Das heißt, beim Tempomat, da kann man jetzt den Abstand gar nicht individuell einstellen. Man kann hier in den Einstellungen am Display irgendwo in den Fahrzeugeinstellungen nur grob einstellen, will man lieber weiter weg oder näher ran oder in der Mitte. Und der Wagen regelt das dann je nach Geschwindigkeit und Fahrsituation dann nach eigenem Ermessen. Ist schon richtig abgefahren, was mittlerweile alles so geht. Und das funktioniert echt super hier. Auch die Verkehrszeichenerkennung, erste Sahne, ne? Also Verkehrszeichen werden erkannt, Geschwindigkeit vom Tempomat wird reduziert. Man kann auch genau einstellen auf den Kilometer, wie viel man eventuell drüber bleiben möchte. Ja, also was für Wünsche bleiben da noch offen? Und jetzt ist freigegeben, ab jetzt heißt es 130 Tempomat und dann geben wir mal Gas. An der Geräuschkulisse ändert sich übrigens gar nichts mit 130. Jetzt verstehe ich auch diese Anzeige hier im Mitteldisplay mit der Reichweitenanzeige. Also die drei Werte, die ich hier sehe, sind 330 Kilometer. Das wäre quasi das maximal Mögliche. Dann 155 Kilometer. Das wäre das minimal Mögliche, wahrscheinlich Vollgas. Und im Moment 279 Kilometer, was meiner Fahrweise aktuell entspricht. Und dazwischen, da pendelt sich im Prinzip so eine Fläche. Die geht immer vor und zurück. Und jetzt, wenn ich rekuperiere, dann kommt sie den 278 Kilometer näher. Wenn ich mal ein bisschen Gas gebe, verschiebt sie sich mehr Richtung 155 Kilometer.
Ja, das ist spannend. Da sieht man im Prinzip genau, wie viel Reichweite man bekommt, wenn man entsprechend fährt. Das ist richtig genial. Ja, und die Windräder sagen mir, wir haben ein bisschen Rückenwind, also minimal. Aber dennoch, nach 30 Kilometern liegen wir jetzt bei 28,6 Kilowattstunden. Ey, mit diesem Riesenschiff finde ich diesen Verbrauch gar nicht mal so erschreckend. Also so habe ich es eigentlich auch erwartet. Tatsächlich besser als erwartet. Und das bei Regen. Und wir haben 8 Grad. Ja, und auch das Head-Up-Display, was übrigens gestochen scharf ist und super im Blickwinkel liegt, das zeigt dann so die Spurwechsel an, die man macht, wenn man blinkt und rüberzieht. Und dann sieht man, wie das Auto die Spur wechselt und der Spurwechselassistent den Job übernimmt. Das ist auch richtig schön gemacht, finde ich. So, und wir stehen jetzt kurz vor unserer Wende. Da vorne ist jetzt wieder die Abfahrt Bremerhaven und wir haben im Moment 27,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist bei dem Wetter und dem Regen, finde ich, ein sehr ordentlicher Wert für so ein Auto. Ja, 64,7 Kilometer und 26,7 Kilowattstunden im Durchschnitt bei dem Wetter und so einem Auto. Ja, das ist schon richtig gut, muss ich sagen. Also so wenig in Anführungsstrichen habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ich hätte mit mehr gerechnet. Also Hut ab BMW, das passt bis jetzt. Ja, wir befinden uns auf der Rücktour, jetzt 72 Kilometer unterwegs und 27 Kilowattstunden im Durchschnitt. Es hält sich also noch, trotz des miesen Wetters. Ich meine, der Wagen, der hat jetzt hier einen CW-Wert auf dem Papier von 0,25. Das muss man sich mal reinziehen. Bei diesem Schiff hier 0,25, wie sie das hingekriegt haben, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber das macht sich dann halt auch in einem etwas niedrigeren Verbrauch bemerkbar. Ganz untypisch für so ein Riesen-SUV und das ist echt wohltuend. Wir haben jetzt noch 202 Kilometer Reichweite und 63% im Akku. Jetzt, wo wir ein bisschen Gegenwind haben, da merkt man doch, dass es ein paar Windgeräusche gibt. Vorhin bei Rückenwind waren die tatsächlich gar nicht zu hören, aber jetzt bei Gegenwind so ein paar Verwirbelungen hier an der Frontscheibe, an den Außenspiegeln, das hört man jetzt. Hätte mich auch so wirklich schwer gewundert, aber nicht, dass sie stören würden. Sie sind immer noch sehr, sehr dezent. Aber eben eine Geräuschkulisse vom Wind ist jetzt vorhanden. Wir sind jetzt bei etwas über 90 Kilometer, 27,9 im Durchschnitt. Das ist immer noch ganz okay. Und wir fahren 130. Wir könnten natürlich schneller. Der Wagen kann natürlich viel schneller. Der kann bis zu 200 km/h, dann ist er abgeregelt. Das ist dann wahrscheinlich diese Minimalreichweite, die hier angezeigt wird. Momentan haben wir noch 163 Kilometer Reichweite. Die Minimalreichweite liegt bei 105. Wenn ich 200 fahre wahrscheinlich und die Maximalreichweite, wenn ich, keine Ahnung, 80 fahre oder so, bei 220 Kilometer immer noch. Also, Gasfuß entscheidet über Reichweite. So ist das eben beim Elektroauto.
Was ich auch noch schön finde hier in der Reichweitenanzeige ist, neben den wichtigen Informationen, Durchschnittsverbrauch, gefahrene Kilometer, gefahrene Zeit, eben auch die rekuperierten Kilowattstunden. Die sind nämlich zurzeit bei 2,8. Das heißt, wir haben jetzt hier auf 90 Kilometer schon 2,8 Kilowattstunden wieder zurück in den Akku rekuperiert. Das sind immerhin 10 Kilometer Reichweite. Ja, und so ein Riesenauto, was wäre das ohne Anhängerkupplungsmöglichkeit? Ja, es gibt sie auch. Man kann sie auch halbautomatisch wegklappen. Das geht relativ einfach. Und der zieht hier echt ordentlich was weg. Der iX40, der kann 2,5 Tonnen ziehen. Ja, das ist doch endlich mal ein Wort. Stützlast ist 100 Kilogramm. Also E-Bikes transportieren auch kein Problem. Also, das ist die amtliche Ansage. Da müssen die anderen Elektroautos auch noch hin. Ja, wir nähern uns wieder der Heimat. Wir haben jetzt 110 Kilometer zurückgelegt. 28,0 ist jetzt der Durchschnitt. Und wir haben es nicht mehr weit. Noch ein paar Kilometer, dann kommt dann die Ausfahrt. Und jetzt kommt noch wieder ein Stück 120. Da wird der Verbrauch wieder sinken. Dann auch noch die 2 Kilometer durch die Stadt. Da bin ich gespannt, wie am Ende dann der Stand ist. Wow, die Fahrt hat mega Spaß gemacht hier mit dem iX40. Wir sind jetzt 130 Kilometer gefahren und haben einen Durchschnittsverbrauch von 26,9 Kilowattstunden. Ich meine, die Zahl an sich ist ja gar nicht so gering, aber bei dem Wetter, bei Regen, bei 9 Grad und mit so einem riesen SUV, 26,9 Kilowattstunden, das ist eine sehr, sehr respektable Leistung. Hätte ich nie erwartet. Ich hätte es viel höher eingeschätzt. Also wirklich Hut ab, BMW, CW-Wert 0,25 macht sich hier voll bezahlt. Ja, Verbrauchsdaten sind das eine, aber wie schnell bin ich dann wieder weg, wenn ich mal laden muss? Wir fahren deswegen jetzt an Schnelllader zu meinem Stammlader Goldbach Süd. Wir haben jetzt noch 40% im Akku und da müssen wir noch ein bisschen runterfahren. 120, 130 Kilometer Reichweite sind da ja jetzt noch drauf. Also geben wir noch mal ein bisschen Gas und dann ja, gucken wir uns die Ladekurve an. Ja, was hat BMW hier mit dem iX40 auf die Beine gestellt? Es ist das Technologieflaggschiff, nicht nur von BMW, auch so ein bisschen von der deutschen Automobilindustrie. Ja, soll es jetzt die Ehrenrettung des deutschen Automobilbaus sein? Ich glaube, da haben sie sich das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und die haben hier wirklich alles reingepackt, was geht an innovativen Ideen, an Kreativität. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend, wie viel Ingenieurs-Know-how in diesem Auto steckt. Allein schon, dass ich in diesem Kristall iDrive Drehregler, dass ich da mit dem Finger drauf schreiben kann, wenn ich irgendwelche Orte in das Navi eingeben möchte. Die Fläche ist ein bisschen klein und ich kann es auch per Sprachbedienung machen oder per Tastentipp. Also wozu muss ich darauf schreiben können? Ja, weil es geht. Sie haben es einfach eingebaut. Also das ist schon irgendwie fantastisch. Dieses verdunkelnde Glaspanoramadach, was sich elektronisch verdunkeln lässt. Wir haben hier eine Infrarot-Wärmeheizung für die Knie, für die Beine. Also nicht Luftzug, sondern Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung. Also das sind so Ideen, da muss man erstmal drauf kommen.
diese dynamische Rekuperationseinstellung, wo ich erst gesagt habe, nee, ich stelle lieber auf B, da weiß ich, was ich habe, die ist aber unglaublich intelligent. Also jetzt gerade hier auf der Autobahn, da sieht die mehr oder weniger die Abstände und weiß, ich kann jetzt hier segeln oder ich muss jetzt hier mal ein bisschen verzögern. Das ist ein sehr faszinierendes System, habe ich so auch noch bei keinem anderen Autohersteller erlebt, sage ich mal. Verarbeitung, Materialien, Materialauswahl, ein deutsches Auto in Dingolfing gebaut. Ja, was wollt ihr da kritisieren? Das ist Spitzentechnologie hier in diesem Auto. Jetzt ist aber ja so, dass BMW nicht nur ein geiles Auto bauen wollte. Ich denke, das ist ihnen technologisch absolut gelungen. Optisch sei das mal dahingestellt. Sie wollten ja auch ein Technologieflaggschiff für die Elektromobilität der Zukunft entwickeln. Und da, muss ich zugeben, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Klar, wir haben hier keinen Mitteltunnel mehr, wir haben hier einen schönen Akku drunter und sicherlich der CW-Wert ist optimiert. Das ist alles so, wie man sich das auch wünscht für zukünftige Elektroautos. Aber zum Beispiel eine Riesenmotorhaube, warum ist die nicht zugänglich? Warum habe ich da nicht noch irgendwie Stauraum? Bei der Größe müsste da doch irgendwie noch Platz zu schaffen sein, weil der Kofferraum mit 500 Litern ist für so ein großes Auto zwar jetzt per se nicht klein, aber wenn ich hier 5 Leute transportiere, wozu das Auto locker in der Lage ist, dann sind diese 500 Liter doch ein bisschen knapp. Ja, auf jeden Fall auf dieser Plattform sollen die künftigen Elektroautos von BMW basieren. Sie haben ja mit dem i3 früh angefangen. Dann kam irgendwie lange nichts und jetzt haben sie mit dem iX40 das nächste reine Elektroauto entwickelt. Dazwischen gab es ja noch den iX3, war aber ja eine Verbrennerplattform. Der iX4 basiert auch auf einer Verbrennerplattform. Aber dieses hier ist jetzt eine reine Elektroplattform mit einem Luxus-SUV. Ja, und was kommt danach, BMW? Der 7er wird elektrifiziert, wieder ein Luxusauto. Und wann bringt ihr denn mal ein Volumenmodell, was man sich so halbwegs leisten kann? Also eine Limousine oder einen kleineren SUV, Kompakt-SUV oder sowas in der Art. Ja, das dauert noch viele Jahre und BMW hat hier ja wirklich viele tolle Ideen. Aber der Zeitplan, meiner Meinung nach, der zieht sich viel zu lange hin, bis sie mal so ein richtiges Volumenmodell auf die Beine stellen. Und so bekommt die Konkurrenz auch immer weiter einen Vorsprung. Und wenn das wirklich so bleibt, uiuiui, ich weiß nicht, ob das bei euch dann alles noch so gut geht in den nächsten 5 Jahren. Dieses Auto hier allerdings ist wirklich ein Technologieflaggschiff. Es hat eine gute Reichweite. Man kommt hier, so wie ich heute gefahren bin, auf der Autobahn so rund 250 Kilometer mit dem 71 Kilowattstunden Akku. Und wenn ihr den iX50 euch anschaut, der ja über 90, fast 100 Kilowattstunden hat, da kommt ihr locker die 350 bis 380 Kilometer auf der Autobahn. Und das ist ja nun wirklich eine Reiseentfernung, mit der man richtig arbeiten kann. Auch die Ladegeschwindigkeit hier ist okay. Er hält die Geschwindigkeit relativ lange. Das ist gut. Damit kann man arbeiten. Es gibt natürlich mittlerweile auch Hersteller, die können noch viel, viel mehr. Da kann BMW sicherlich auch noch mal nachlegen. Gerade auch, wenn ich mir mal diesen Preis anschaue, dann würde ich erwarten, naja, da geht vielleicht noch was. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Updates. Ja, ich weiß nicht, ob das Auto für euch etwas ist. Es ist vom Preis her Oberliga, also mehr geht kaum. Wenn ich mal Porsche Taycan angucke, okay, EQS vielleicht noch. Tesla Model X ist ja auch in der gleichen Liga, auch was die Größe angeht. Aber ansonsten viel mehr geht irgendwie kaum. Das heißt, die Zielgruppe ist ein bisschen begrenzt. Also da muss man schon gewisses Polster auf dem Konto haben, um sich so ein Auto leisten zu können. Nichtsdestotrotz, wenn ihr es könnt, dann fahrt es gerne Probe. Also mir hat es heute wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe selten so ein tolles Auto gefahren. Aber ganz ehrlich, ich würde mir so ein dickes Schiff ehrlich gesagt nicht auf den Hof stellen. Das wäre mir persönlich ein bisschen zu groß. Aber das müsst ihr selber wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ja, und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ja, den Frunk, den zeige ich euch mal. Der ist nämlich hier. Na? Jetzt geht er gar nicht auf.
Ach, und die Türen gehen übrigens hier mit so einem Taster auf. Es sei denn, da ist eine Kindersicherung, so wie hier. Dann gehen sie nämlich gar nicht auf. Ja, an der Optik, da kann man sich... Ja, an der Optik des X... Und die Sitze sind, glaube ich, doppelt so groß wie im Volvo XC40, den ich letztens gefahren bin. Na, machen wir nochmal. Ja, nächste coole Funktion. Ja, verdammt. Ja, jetzt kommt das... So, und jetzt noch einmal den Ultima... So, und jetzt noch mal der... Und dann fahren wir mal los. Dachte ich. Warum können wir nicht losfahren? Weil der Wagen nicht an war. Dann bin ich echt gespannt, wie der iX40 heißt der. Wir sind jetzt 130. Ja, schauen wir uns mal die Ladekurve an und dazu fahren wir wieder zu meinem Stammlader nach Goldbach Süd. Und das Ganze machen wir nochmal. Jetzt kommt der iX40, ich sage immer iX30, ich meine iX40, weil ich irgendwie mit dem i3